Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, KUA, kein Abschluss ohne Anschluss, ist mittlerweile ein flächendeckendes System in NRW zur Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf. Und es ist in dieser Form einzigartig in Deutschland. Unser Land kann als erstes Bundesland ein flächendeckendes System im Übergangsmanagement vorweisen. Darauf können wir alle gemeinsam stolz sein. Und es ist ein lernendes System. Ein System, das einen Paradigmawechsel hervorruft und tief in die bisherigen Strukturen von Schule und Betrieb eingreift. Seit dem Schuljahr 2012/2013 wird KUA umgesetzt und wellenförmig ausgebaut. Ausgehend von 7 Referenzkommunen sind nun in allen 53 Kreisen alle weiterführenden Schulen mit Potenzialanalysen, Berufsfelderkundungen und Berufspraktika befasst. Diese Standardelemente kommen in allen weiterführenden Schulformen, auch in den Förderschulen, zum Einsatz. Dies ist zu begrüßen, weil hierdurch in allen Regionen die gleichen Angebote unabhängig von regionalen oder gar sozialen Besonderheiten zum Tragen kommen. Im aktuellen Bericht des Arbeitsministeriums zum Umsetzungsstand und den anstehenden Ausbauplanungen sowie im Monitoringbericht der GIP wird deutlich, dass die Förderschulen intensiv in das schon jetzt bestehende System eingebunden sind. Im Schuljahr 14/15 machten bereits 349 Förderschulen bei KUA mit. 78 davon haben ein schuleigenes Curriculum zur Berufs- und Studienorientierung. Fast alle Kooperationsvereinbarungen mit der Agentur für Arbeit. Was jedoch auch klar ist, Jugendliche aus Förderschulen benötigen mehr Zeit und andere Rahmenbedingungen. Und deshalb wird nun das bewährte Programm STAR, Schule trifft Arbeitswelt, in das Programm KUA mit einbezogen. Die STAR-Angebote, Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, Praktika und die wichtige Elternarbeit werden ohne Mengen- und Qualitätsverluste in das Programm Kein Abschluss ohne Anschluss überführt. Die bewährten Strukturen, die Organisation und Begleitung durch die Integrationsfachdienste bleiben bestehen. Die rot-grünen Landtagsfraktionen und die Landesregierung tragen dem Gedanken Rechnung, dass die Gleichbehandlung von Ungleichen die Ungleichheit verschärft. Wir schaffen auch in einem standardisierten System Möglichkeiten der individuellen Förderung. Hier möchte ich nur auf die Praxiskurse für benachteiligte Jugendliche hinweisen oder auf die Möglichkeit, Berufsfelderkundungen an 3 Tagen in einer außerbetrieblichen Einrichtung absolvieren zu können. Im Weiteren können natürlich eigene Projekte der Schulen weitergeführt werden. KUA beschreibt die Mindestanforderungen. Weitergehende Initiativen liegen in der Eigenverantwortung der Schulen. Netzwerkarbeit vor Ort oder individuelle Lösungen sind möglich und ausdrücklich erwünscht. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, vieles aus Ihrem Antrag wird bereits umgesetzt. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, im Ausschuss weiter darüber nachzudenken, wie wir Schülerinnen mit Förderbedarf die größtmögliche Unterstützung bei KUA zukommen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank.